Willkommen bei Borstens Beet. Mitte August ist es. Die Sonne scheint, nachdem es jetzt mehrere Tage sehr stark geregnet hat. Das Zeug ist gewachsen wie blöd, das Unkraut auch. Deswegen habe ich mich eben eine Stunde beschäftigt, den Rasen von Unkraut zu befreien. Ich hoffe, man sieht, dass er jetzt einigermaßen ordentlich aussieht. Und hier im Beet ist es so, dass wir ganz viele Tomaten hier unten von dem Blumenkübel schon geerntet haben. Wir haben ganz viele Tomaten hier hinten im großen Beet, wo wir gerade mal hinlaufen, geerntet. Und dann sieht man auch schon, da sind auch schon wieder ganz viele rote Tomaten von den kleinen hier. Und weiter hinten, wenn wir mal durchkrabbeln, von den großen hier unten. Machen wir mal die Blätter weg. Da, ganz toll, da kommen die ersten großen Tomaten. Ja, während hier hinten die alle noch total grün sind. Möglicherweise liegt es daran, dass das eher so der Schattenbereich ist. Wir warten es mal ab. Genau, und jetzt gehen wir wieder nach vorne, während wir hier übers Beet gucken und uns die Riesenblätter der Zucchinis angucken. Das ist die nächste Station, nämlich hier vorne. Da sehen wir auch sehr viele Früchte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Wobei die hier, die ist natürlich faul. Die werden wir direkt auch mal abmachen. Da sieht man das auch ganz toll. Oh, das hat wunderbar geklappt. Da ist so eine Schnittkante. Hätte ich jetzt mal das gesagt, und dann kann man das einfach abbrechen, dann gibt es einen total sauberen Schnitt. Und dieses Ding hier, was so schwarz vorne ist, das entsorgen wir mal. Ja, das ist auch total weich. Genau, aber da sieht man, da ist wieder eine sehr große unterwegs. Und wahrscheinlich hier mittendrin, jetzt muss ich mal vorsichtig da reingehen, da unten liegen auch welche. Und da haben wir auch schon ein Problem von diesem Jahr. Hier unten sieht man es, unsere Zucchinis werden angefressen. Hier sind irgendwelche Viecher, wir haben sie noch nicht entdeckt, die Zucchinis zum Teil anknabbern, die auf dem Boden rumliegen. Deswegen müssen wir sehr viele entsorgen. Und hier sind auch noch zwei, die oben wachsen. Sehr gut. Okay, für heute ist die Aufgabe, endlich mal die Kartoffeln auszubuddeln und zu hoffen, dass da ein paar brauchbare dabei sind. Folgende Hilfsmittel habe ich am Start. Natürlich die Grabgabel, ganz wichtig. Dann ein Eimer, um die Kartoffeln erstmal grob abzulegen, und eine kleine Schaufel, um noch den Boden ein bisschen zu lockern und dann alle Kartoffeln zu finden. Und dann noch so einen Fahrradkorb, der schön offen ist, mit den Löchern da, mit diesem Drahtgitter, damit die auch ein bisschen Luft haben. Da wollte ich die erstmal drin lagern, dass die auch schön trocknen können und wir sie irgendwo hinlegen können. Los geht's! Da sind die ersten Kartoffeln, 2017. Sau cool. Wie immer der Test, wie auch im letzten Jahr. Hier mit dem Daumen einmal drüber streichen. Die Schale hält super. Großartig. So, dann sammeln wir mal. 3 auf einem Haufen. Ich muss kurz mal weg, muss hier der Schiefin zeigen, weil ich es so geil finde, dass wir uns wieder unsere eigenen Kartoffeln in Gabel gezogen haben. Und das sind richtig große Teile. Guck mal, also. Ja, nicht ganz handgroß, aber 3. Genau, ihr wisst schon. Bin gleich wieder da. Nach den ersten 3-4 Minuten schon so eine Ernte. Geil. Und das ist erst die erste Pflanze. So, ich glaube, die erste Pflanze ist fertig. Gucken wir nochmal. Ich zeige euch nochmal den Korb hier. Das war jetzt an der ersten Pflanze Kartoffeln dran. Aus einer Kartoffel entstehen hier, keine Ahnung, 15 bis 20 Kartoffeln, von klein bis groß. Super, ne? So, machen wir direkt weiter. Zweite Pflanze fertig. So langsam wird der Korb voll. Durch den Brocken an, das ist bisher die größte aus der Ernte dieses oder und letztes Jahr. So, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Das hier ist eine Kartoffel. Sieht zwar aus wie 3, aber das ist alles hier, wie man sieht, zusammengewachsen.
So, ich würde sagen, genug des Umgrabens. Ich mache mal ohne Kamera weiter. So, ich muss jetzt aufhören zu buddeln. Das sind jetzt 4 oder 5 Pflanzen, die wir hier vorne, die ich alle rausgebuddelt habe. Und hier seht ihr, der Korb ist recht voll. Die würde ich jetzt nochmal abwaschen, weil da natürlich noch viel Grund drin ist. Und dann wiegen wir mal und dann schauen wir mal, wie viel so ein Fahrradkorb voll mit Kartoffeln wiegt. Ihr könnt ja mal überlegen und schätzen. Was für eine nervige Arbeit, diese Kartoffeln zu putzen. Deswegen habe ich mir den Wasserschlauch am Anfang genommen und später dann auch nochmal und dann zwischendrin immer jede einzelne mal kurz durchs Wasser, durch den Eimer da mit Wasser geschwenkt, dass sie jetzt einigermaßen sauber sind. Naja, geschält werden müssen sie trotzdem noch. So, jetzt werden wir sie da kurz trocknen lassen und dann wiegen wir sie. So, ich habe mal die Küchenwaage gemopst und da die nur maximal 5 Kilo aushält, habe ich die Last mal auf die 3 Teile verteilt und jetzt schauen wir mal, was die einzelnen Dinge so wiegen, inklusive natürlich den Rost bzw. den Korb. Das sind so 4,5 Kilo. Die Kamera einen Abgang gemacht, super. Toll, ich krieg die Molkei voll hier, oh Mann. So, das sind, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 4,3 ungefähr. Was haben wir jetzt gesagt? 4,5? 4,3? Und zum Schluss nochmal 4,7, also so circa 12 Kilo, wenn man die Behälter noch abzieht. Das sollte für heute reichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!